Isabel Weert, Goldmedaillengewinnerin 2016 bei Olympia in Rio. Mit ihrem Pferd Anne Beth zeigt die 47-Jährige heute eine sehr gute Kür. Das Traditionsturnier in Neumünster ist auch für eine von Deutschlands besten Dressurreiterinnen etwas Besonderes. Der Kontakt zwischen Publikum und Sportlern ist hier so eng wie nirgends sonst. Neumünster ist einfach ein tolles Turnier, eine tolle Mischung. Es ist ein Hexenkessel, es ist nicht einfach für die Pferde, aber ich habe selbst die nervösten Pferde sind hier eigentlich in der Halle trotzdem sehr konzentriert und dabei, obwohl die Zuschauer fast mit auf dem Pferd sitzen. Also es ist eine tolle Mischung, sehr viel Zuchtpublikum, Fachpublikum und immer sehr enthusiastisch. Wir kommen immer sehr, sehr gerne hierher und freuen uns drauf. Unter den strengen Blicken von insgesamt 5 Richtern müssen die Reiter und ihre Tiere gemeinsam Höchstleistungen bringen. Zum ersten Mal kommt bei der Kür ein neues Bewertungssystem zum Einsatz, mit dem die Punktevergabe einheitlicher werden soll. Es war ein ganz spannender Grand Prix, weil wir eben die Pferde nicht so gut kannten. Und die gingen natürlich anders. Es waren junge Pferde, die gingen ein bisschen anders als erwartet. Aber es war einfach toll. War wirklich ein toller Grand Prix. Während die Dressurprüfung schon läuft, bereiten sich die Springreiter noch auf ihren Einsatz vor. Teilnehmer aus 20 Nationen sind in die Holstenhallen gekommen, um sich in verschiedenen Wettkämpfen zu messen. Jan Sprehe tritt mit seinem Pferd Corny beim Youngster Cup an, bei dem nur 7- und 8-jährige Tiere zugelassen sind. Der Reiter aus dem Münsterland hofft auf eine gute Platzierung. Ich hoffe, hier in der großen Tour vorne dabei sein zu können. Ich habe sehr gute Pferde. Und rechne mir da auch ganz gute Chancen aus. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Springsport gibt es in den Holstenhallen schon seit 65 Jahren. Vor gut 3 Jahrzehnten kam der Dressur-Weltcup dazu. Das Publikum gilt als besonders fachkundig. Schließlich ist Schleswig-Holstein stolz darauf, ein Reiterland zu sein. Die wichtigsten Entscheidungen finden am Wochenende statt. Wer alle Teilnehmer sehen möchte in der Dressur, der sollte morgen Samstagvormittag sich noch ein Ticket sichern und kann dann am Sonntag natürlich die letzten 15 Starter in der Kür sich auch noch mal anschauen. Bei der Kür heute reichte es für Isabel Weert und ihre Stute zum 2. Platz. Mit knappem Vorsprung gewann die Norwegerin Isabel Frese.